Kapitel 11. Immer noch ich selbst. Anscheinend hast du recht. Ich verstehe nicht, wie du dich fühlst. Ich dachte einmal, dich zu kennen. Rubin. Nach diesen Worten verschwand Jason vom Cliff und ließ mich alleine zurück. Bereits vor diesem Gespräch hatte ich mich schrecklich gefühlt und es hatte wirklich nicht geholfen. Wie konnte es sein, dass Jason und ich so gute Freunde waren, bis wir endlich miteinander sprechen konnten? Danach zerfiel alles. Alles, was wir uns vorher erbaut hatten. Die Sterne standen nun bereits am Himmel. Die See war noch ruhiger geworden. Nur noch leises Schwappen am unteren Ende des Cliffs blieb. Nichts anderes war mir geblieben. Mein ehemals bester Freund hasste mich. Ich wusste nicht mehr, wer ich selber war. Selbst die Sonne verschwand jeden Tag weiter. Ob Mira mir je wieder in die Augen blicken könnte, nachdem welche Seite von mir sie an diesem Tag kennenlernen musste. Der Einzige, der noch etwas mit mir zu tun haben wollte, schien Rondo zu sein. Hatte es so wirklich einen Sinn, weiterzumachen? Wäre es vielleicht für alle besser, wenn ich im Verlauf der Nacht einfach unbemerkt verschwinden würde? Es wäre einfacher für sie alle, einen anderen Feuerelementar zu suchen, als weiter mit mir in der Gruppe reisen zu müssen. Doch all meine düsteren Gedanken wurden unterbrochen, als ich das Gebüsch hinter mir erneut rascheln hörte. Erst dachte ich, dass es noch Jason wäre, der am Verschwinden war. Allerdings näherten sich nun erneut Schritte. Gab es noch mehr, die wir mir klar machen wollten, was ich alles falsch gemacht hatte? Inzwischen war es mir ehrlich gesagt ohnehin egal. Allerdings schien es, als wäre ich dieses Mal im Unrecht mit meinen Annahmen. Als kühles Fell meine Seite streifte, ahnte ich bereits, wer mich nun besuchen kam. Hatte sie mich immer noch nicht aufgegeben oder musste sie es noch mit mir besprechen? Rubin, geht es dir gut? Kann ich etwas mit dir reden? Nein und ja. Ich habe mich selten schrecklicher gefühlt, aber wenn du reden möchtest, dann gerne. Wenn du lieber etwas Ruhe haben möchtest, dann gehe ich wieder. Ich habe den Punkt erreicht, an dem mir auch egal ist, wie viel Ruhe ich habe. Zunächst wirkte Mira noch unsicher, ob sie wirklich bleiben sollte, entschied sich aber letztlich dafür. Weißt du, ich wollte vorhin schon mit dir reden, aber Jason war schneller und ich bin ihm gefolgt. Also habe ich alles gehört, worüber ihr geredet habt. Es dauerte einen Moment, bis ich verstand, was genau sie meinte. Warte, du meinst, du hast gehört, dass... Jason ist also ein Mensch? Ja. Der Mensch, der mir damals das Leben gerettet hat. Rondo hat ihn am Anfang dieser Reise in einen Fuchs verwandelt, damit er ein Element abdeckt. Und damit er nicht wegen seiner Spezies bei allen anderen verhasst wäre, die uns begleiten sollten. Kurz wirkte Mira etwas abwesend. Ein Mensch? In meinen eigenen Reihen? Die ganze Zeit? Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie ich reagieren sollte. Deshalb blieb ich stumm. Aus denselben Gründen hast du es auch geheim gehalten, oder? Ja. Nur Rondo, ich und natürlich Jason wussten Bescheid. Niemand sonst, aber das hat sich damit dann wohl auch erledigt. Also, wieder schien sie kurz zu überlegen. Rubin, wenn du wirklich möchtest, dass es ein Geheimnis bleibt, dann werde ich keinem ein Wort verraten. Auch wenn du dir bestimmt denken kannst, dass mich der Gedanke nicht begeistert. Wirklich? Das würdest du tun. Trotz dem, was du schon alles durchgemacht hast. Kaum hatte ich ausgesprochen, wandte die Polarwölfin sich direkt an mich und blickte mir in die Augen. Nach allem, was du heute durchgemacht hast, kann ich es doch nicht über mich bringen, dir das Leben noch schwerer zu machen. Rubin, ich weiß genauso gut wie alle anderen aus unserer Gruppe, wie sehr du heute gelitten hast. Und auch schon die letzten Tage hindurch. Weißt du, ich schulde dir ohnehin so viel. Du selber weißt es vermutlich nicht einmal, außer Rondo hat es dir schon erzählt, aber... Der Jäger vorhin. Du hast mir nicht nur mein Leben gerettet, sondern auch meine Mutter gerecht. Dieser Jäger war einer der beiden, die sie mir damals genommen haben. Wirklich?
Dieser Kerl war einer von ihnen. An diesem Ort. Es hat mich auch schockiert, aber ich bin mir sicher. Das Schicksal spielte oft wirklich kranke Spiele. Und auch dies war wohl wieder eines von ihnen. Noch dazu verdanke ich dir mein Leben und... Wir haben in den letzten Tagen so wenig geredet. Bis Ron das vorhin erwähnt hat, wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, wie sehr es dich getroffen hatte. Es tut mir leid, dass ich dich so habe leiden lassen und was ich neulich alles zu dir gesagt habe. Ich blickte sie fragend an. Bei unserem Streit, nachdem wir diese Frau trafen. Ich habe über die Dinge nachgedacht, die du gesagt hast und... Ich habe einfach gesehen, wie arrogant und ekelhaft ich mich verhalten habe. Ich habe mich danach nicht mehr getraut, mit dir zu reden, weil ich dachte, du würdest einfach nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Ehrlich gesagt fiel es mir im ersten Moment wirklich schwer, ihr zu glauben. Nicht, weil ich dachte, sie würde irgendeine Ausrede suchen. Nicht, weil ich dachte, sie wollte mir etwas Böses. Nicht, weil ich dachte, dass sie log. Sondern einfach, weil der Gedanke, dass ich wirklich jemals so etwas denken könnte, mir so fern lag. Mir so fremd vorkam. In meinem Kopf macht es einfach keinen Sinn, doch... Mira hatte offensichtlich nicht gewusst, dass ich so dachte. Auf keinen Fall. Ich würde niemals schlecht über irgendjemanden denken, alleine wegen eines Streits. Schon gar nicht über dich. Ich meine... Ich verstehe auch, warum du dich so gefühlt hast und... Am Ende habe ich meine Sicht der Dinge aufgezeigt. Auch wenn ich nervlich einfach zu fertig war, um wirklich sachlich zu bleiben. Ich bin wirklich froh, das zu hören. Auch wenn ich mich wirklich schuldig fühle wegen alledem. Aber wenn du wirklich so denkst, dann... Lass uns einfach da weitermachen, wo wir vor dem Streit aufgehört haben, ja? Ich kann und ich werde nicht so tun, als wären diese Dinge nie geschehen. Die Vergangenheit zu vergessen führt nur dazu, dass wir ihre Fehler wiederholen. Kurz dachte ich, dass sie wütend werden könnte, da ich ihr so widersprochen und vielleicht ihre Aussage etwas umgedeutet hatte, doch... Sie blickte einfach in die Ferne, hinauf in den Sternenhimmel. Du hast recht, das ist auch, was Rondo gelernt hatte, nicht wahr? Vor 100 Jahren hat er die Menschheit bekämpft, im Bewusstsein, dass ihre reine Existenz die Harmonie des Planeten stört. Doch als er dich wieder traf, sah er die Fehler seiner Vergangenheit und lernte aus ihnen. Jeder kann lernen, egal wie groß seine Fehler waren. Denkst du nicht auch? Die Weisheit in Miras Worten füllte mich wieder mit Entschlossenheit. Ich stand auf und sprach meine Gedanken. An wen genau sie nun gerichtet waren, wusste ich selber nicht. Mira, den Himmel, die Götter. Aber es war auch egal. Ja, genau das glaube ich und genau dafür kämpfe ich. Mit Hilfe des Gottes der Harmonie können wir allen Wesen die Fehler ihres Krieges aufzeigen, damit sie aus den Fehlern lernen können. Genau dafür werde ich kämpfen. Leise hörte ich Mira neben mir kichern. Siehst du, das ist der Rubin, den ich kenne. Das habe ich die letzten Tage vermisst. Etwas beschämt über meinen eigenen Ausbruch ließ ich mich wieder nieder. Und, geht es dir wieder etwas besser? Ja, danke. Es hat wirklich gut getan, wieder offen mit jemandem reden zu können. Ich weiß wirklich nicht, was ich heute Nacht noch angestellt hätte, wenn das nicht gewesen wäre. Dann ist es ja wirklich gut, dass ich gekommen bin. Wir brauchen dich nämlich noch in der Gruppe, weißt du? Durch diese Worte schwand wieder ein kleines bisschen meiner guten Laune. Hoffentlich... Ich habe mir aber selber schon geschworen, wenn jemand von euch nach dem, was ich heute getan habe, das Gefühl hat, in meiner Umgebung nicht mehr sicher zu sein, dann werde ich nicht mit euch reisen. Niemand denkt so etwas, da bin ich ganz sicher. Und selbst wenn, dann sorge ich im Notfall selber dafür, dass derjenige seine Meinung ändert. Einen Moment lang saßen wir beide einfach da, die Sterne im Blick und keine Sorgen im Bewusstsein. Weißt du schon, was du tun wirst, nachdem wir diese Reise beendet haben? Wenn endlich wieder Frieden herrscht. Es wird alles anders sein, das wissen alle von uns. Es wird so viele neue Möglichkeiten geben und so viele neue Freiheiten. Und vor allem so viele Sorgen, die einfach wegfallen. Kurz dachte ich über meine Antwort nach, doch relativ schnell war ich mir sicher.
Was genau ich tun werde, habe ich keine Ahnung, aber eigentlich ist es doch auch relativ egal. Ich hoffe nur, was auch immer es letztlich sein wird, dass ich dabei nicht alleine dastehen muss. Offensichtlich verstand Mira genau, was ich mit dieser Antwort aussagen wollte. Sie stieß mir sanft in die Seite und antwortete: Keine Sorge, mich wirst du so bald nicht mehr los. Ich habe gehofft, dass du das sagen würdest. Ich weiß. Unser Gespräch endete an dieser Stelle letztlich auch. Wieder kehrte Stille ein, welche nur vom Wind und vom Wasser durchbrochen werden durfte. Der Mond sah aus, als würde er heller strahlen als zuvor. Zumindest kam es mir so vor. Vermutlich war es aber nur meine Einbildung. Ich weiß nicht, wie lange ich noch da saß, vermutlich nur einige Minuten, bis ich wieder kühles Fell an meiner Seite spürte. Ein Blick zeigte mir, dass Mira inzwischen eingeschlafen war. Es dauerte nicht mehr lange, bis auch mich meine Müdigkeit übermannte. Der Tag, der hinter mir lag, war ein besonderer gewesen. Vielleicht war es der bedeutendste, den ich in meinem Leben je durchgemacht hatte. Ich hatte endlich die Wahrheit über meine Vergangenheit rausgefunden, auch wenn sie nur viele weitere Fragen geöffnet hatte. Ich hatte mich noch weiter mit Jason zerstritten als ohnehin schon, obwohl ich mir vorgenommen hatte, niemals so etwas zu tun. Klebte nun das Blut eines Menschen an meinen Krallen. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich wirklich das Gefühl gehabt, mir selber nicht vertrauen zu können. Zum ersten Mal verspürte ich Angst davor, zu was ich fähig war, wenn Bedingungen es zuließen. Mira hatte erfahren, was hinter Jasons Fassade wirklich steckte, was ihn von allen anderen in dieser Gruppe unterschied. Und doch war es nicht alles schlecht geworden. Denn trotz, dass dieser Tag mir all meine Fehler und all meine schlechten Seiten aufzeigte, zeigte er mir auch, dass es trotzdem immer noch jemanden gäbe, der auf meiner Seite stünde. Als ich diese Reise begonnen hatte, hatte ich erwartet, auf tödliche Feinde und große Abenteuer zu stoßen. Doch letztlich war die Reise selber zum kleinsten Teil des Abenteuers geworden. Der Kampf mit den eigenen Emotionen, neue Freunde, neue Feinde, neue Liebe und neuer Hass. So viel war bereits passiert. So viel würde bereits passieren. Und doch, letztlich, obwohl so viel geschah, eines hatte mir der heutige Tag klar gemacht. Ich war immer noch ich selbst. Und nichts und niemand würde dies jemals ändern können.